Was geht, YouTube? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ein sehr besonderes Video, wie ich finde, weil ich diese Art von Videos immer sehr gefeiert habe. Da dachte ich mir, wen kann ich mir denn besser als ersten Gast dazu holen als den Simon aka Gamer Brother? Moinsens, freut mich, dass ich hier sein darf. Und falls, verzeiht mir, dass ich heiser bin. Das ist kein Problem. Im Übrigen ist Gamer Brother der YouTuber, den ich damals mit Anton zusammen in einem Vlog kennengelernt habe. Hier mal kurz die Szene. So, nach einer halben Stunde auch mal durch die ganzen Absperrungen kommen. Wir haben noch einen FIFA-YouTuber getroffen. Moinsens, Gamer Brothers TV hier. Und da sieht er noch aus wie ein komplett anderer Mensch, wie ihr ja jetzt gerade seht. Also er sieht mittlerweile aus wie ein Normalgewichtiger. Es ist halt übel lange her, ne? Also 2,5 Jahre. Ja, das ist echt schon lange her. Das ist echt krass lange her. Ist wirklich heftig. Ja. Und was wir jetzt machen wollen, ist FIFA Bingo. Das heißt, ihr seht in der Mitte des Screens gerade Bedingungen, die wir in unseren Packs ziehen müssen. Wie zum Beispiel ein Spieler, der mehr als 90 Tempo hat, ein Team of the Season und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall auch was für Leute, die sonst nicht so viel FIFA gucken, weil das hat auch noch einen ganz anderen Reiz, oder? Würdest du es nicht auch sagen? Das kann man. Also es ist halt nicht stumpfes Pack ziehen, sondern halt noch mit was gemischt mehr. Quasi. Genau. Genau. Und da ziehen wir jetzt hier 40 von den Jumbo Premium Gold Sets, um so viele Punkte wie es geht abzuhaken. Ich habe es mir hier ganz klassisch aufgeschrieben, welche Punkte das sind. Ja. Und falls ihr euch jetzt noch fragt, wie das System funktioniert, das werdet ihr gleich im Video merken. Und eine Sache noch, wir haben noch eine Folge davon bei ihm aufgenommen, gerne abchecken. Und die zweite Sache ist, der, der weniger Punkte für sich abhaken kann, muss am Ende des Pack-Openings den besten Spieler, den er gezogen hat, einfach mal abstoßen. Stell mal vor, wir ziehen jetzt beide richtig kranke Scheiße und einer von uns muss dann so Team of the Season, keine Ahnung wen, Higuain ist doch auch, ne? Na gut, mit dem gewinnst du halt, weil der 98 hat. Ja, also mit dem müsste man ja schon alles. Stimmt, mit dem gewinnt man ja alles. Der ist ja der automatische Gewinner quasi. Ja. Hat er auch eine Glatze sogar? Nee, ne? Nee, aber fast. Ja, aber das wäre noch krass, weil Glatze, seht ihr ja auch, ist auch ein Punkt, den wir hier erreichen müssen. Okay, also ich bin ready fürs erste Pack. Ich bin auch ready. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Okay, gerade eben, oh, ja, ich habe auch keinen Workout, das kann ich direkt mal dazu sagen. Leute, ich freue mich mega über das Video. Alter. Oh, Modest. Mehr. So, jetzt muss man wieder auf alles achten. Ey. Wir haben ja gerade aufgenommen, da Perfect Link wieder drin, ne? Modest eigentlich eine Glatze? Kann man das als Glatze? Nee, natürlich nicht. Also wenn das nicht als Glatze zählt, also sorry, aber das muss zählen. Ich, also Glatze haben wir auch. Zählt Glatze für dich als gar kein einziges Haar mehr? Also als fast. Gib mal ein bei irgendwie Dingens Zegela mit 2e und 2a. Zegela. Also da, also wie schreibt man den? Z-E-E-G-E. Ah ja. Also. Ja, da sind okay. Halt noch so ein paar Jährchen ja, dran. Ja, okay, okay, dann lassen wir es nicht zählen, okay. Dann brauchen wir einen Perfect Link, jemand mit unter 40 Tempo. Perfect Link heißt zwei Spieler aus demselben Verein mit derselben Nationalität. Ja, genau. Dann halt Team of the Season, das ist natürlich unser Ziel heute natürlich, ganz klar. Die italienische Liga ist gerade nämlich am Start und 90 plus haben wir hier noch und Walkout generell und ein Free Pack. Ja, okay, dann also ich stoße mein erstes komplett ab. Ich bin, okay, dann machen wir das zweite Pack auf. Let's go! Let's go. Also Walkout habe ich nach wie vor kein Glück. Ich auch nicht. So, wen haben wir hier? Lopez. Ey, ganz ehrlich, das ist fast ein Afro, hätte ich eben gebraucht. Na, egal, ich will nicht spoilern, okay. So, gucken wir mal nach hier. Zack, zack. Okay, der Typ ist kurz vor einer Glatze, der weiß nur noch nicht. Ohne Scheiß jetzt. Der weiß es noch nicht. Ey, es gibt so, weißt du, es gibt 500 Typen, die in diesem Spiel Boateng heißen. Ich sehe den schlechtesten. Natürlich. Hier ist auch jetzt keiner wirklich. Nee, okay, Alter, komm schon. So, Leute, weiter geht's hier. Kleine Unterbrechung. Ich wollte das Liebespärchen hier gerade nicht unterbrechen, die gerade telefoniert haben. Ja. Und deswegen geht's so weiter. Also, das ist Gaspar, mit dem hatte ich gerade meinen Perfect Link. Komm schon. Oh, 90 plus Tempo. 90 Tempo zählt dann, ne? Ja. Okay, dann habe ich 90 Tempo, Alter, schon mal. Nein, das ist. Das ist derselbe Verein, aber das ist ein Kolumbianer. Das ist so krass, der Typ hier, der hat eigentlich eine Glatze, der will es nur noch nicht genau wahrhaben. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Der kämpft so hart. Der auch, Alter. Oh mein Gott, der ist auch so gut. Nee, das ist alles kacke. Ich habe natürlich Non-Rare. Wie viele Points hast du noch? 10,8. Okay, dann muss ich noch eins nachziehen jetzt. Bin schon wieder zu langsam hier, weil ich mir alles tausendmal angucken muss, Leute, bevor ich das hier erstmal alles checke. Ich ziehe auch Non-Rare, ich glaub's nicht. Alter, den hatte man früher immer diesen Russen-Teams immer drin.
Also sorry, aber das ist eine Glatze. Das ist, da lasse ich mir jetzt auch nicht anders mehr erzählen. So. Ja, dann streich an. Ja, mache ich auch. Also das ist eine Glatze, Leute. Ich würde sagen, wir machen das nächste auf jetzt. Ja, bin ich dabei. Okay, let's go. Natürlich kein Walkout. Nee, natürlich nicht. Also ich habe, wie gesagt, noch keinen FIFA 17. Non-Rare habe ich sogar. Nee, ich hab 80, den kenne ich gar nicht, den Spieler Younes. Ein Deutscher links außen, bei der bei Ajax spielt. Ja, das ist ganz gut, die Saison. Oh mein Gott. Oh. Die sind beide aus verschiedenen Vereinen, ich heule. Okay, der hat jetzt auch, also der hat auf jeden Fall auch eine Glatze hier, definitiv. Mann! Ich muss auf Tempo mehr achten, fällt mir gerade auf. Ja, ich achte auf gar nichts, habe ich das Gefühl. Irgendwie achte ich auf alles, aber irgendwie auch auf gar nichts. Ja, das, Leute, macht es mal nach zu Hause, wenn ihr Geld übrig habt oder so, weil das ist echt schwer, auf alles zu achten, was man sich hier aufgeschrieben hat. Okay, ich mache das nächste auf. Ich auch. Ich glaube, dass ich einen Walkout kriege, ist so unwahrscheinlich. Jetzt würde ich ganz gerne mal mehr Zacker ziehen. Einfach weil der den Pace-Punkt abhakt. Ah, doch, ich hab eine Glatze. Nein, das ist keine Glatze. Mann, mach die Haare da weg. So, okay. Let's go. Nächstes. Let's go. Komm schon. Man City. Na, was hab ich? Was hat der 90 plus Tempo? Der hat 89 Tempo! Mann! War's doch auch schon mal schneller. Okay, ich habe hier auch ein 55-Tempo. Okay, dann machen wir das nächste auf, okay? Jo. Let's go. Komm schon. Es hat lange geladen, glaube ich, oder war es einfach nur ein Bug? Ich glaube, es war einfach nur ein Bug. Es hat lange geladen ohne Walkouts, auch sehr gut. Ja, ich habe 90 plus, 92 Tempo, Abfahrt. Oh, ich habe 42 Tempo. Fuck, Alter. Egal, ach, unter 40 Tempo, Alter, das hatte ich schon locker 10 Mal und ich habe nicht drauf geachtet. Echt jetzt? Oh, ich Missgeburt. Du selber hast vor allem die Regeln gemacht, Alter. Oh, wie schlecht. Ist echt schlecht. Oh, Kommentare, flamed nicht. Ich habe in diesem Pack zwei Glatzen und zweimal 90 plus Ding drin. 92 plus Pace, oder was? Ja, und zwei Glatzen. Tschüss. Okay, ich bin ready fürs nächste. Oder nur eine Glatze, ich weiß nicht. Nee, nur ist ja eine. Egal, eine Glatze ist ja Glatze. Glatze, brauchst ja nur eine. Ja, ja, hat auf jeden Fall gereicht. Komm schon. Let's go, nächstes Pack. Digga, ich bin... Oh, 84 plus. Oh, Marta. Von Menu. Der hat auch die schönste Glatze der Welt, die hätte ich auch abhaken können. Okay, ich bin ready fürs nächste. Ich auch, ich mach's auf. Ja, let's go. Digga, komm. Kleinste Sternstuppe, die ich je gesehen habe. Ja, ich hab auch, ich sehe auch ganz kleine Schnüppchen hier. 77. Eieiei, okay, komm. Ich brauch, du brauchst nur einen, so ein scheiß Team of the Season Walkout und du hast alles. Okay, ich öffne schon. Ich auch. Okay, komm schon. Das ist wieder so klein. Alter, Lichtsteiner habe ich. Zumal die geben mir beschissene Spieler, aber nicht so beschissene Spieler, die unter 40 Tempo haben. Könnte fast sagen, die Packs sind zu gut. Ja, genau, könnte man auch so sehen. Man muss ja im Leben alles positiv sehen. Hast du mein Buch eigentlich schon angefangen? Habe ich angefangen, aber ich bin noch nicht weit gekommen. Ah, okay, alles klar. Ich bin irgendwie, weiß ich nicht, so mega lesefaul. Ich öffne gerade das nächste Pack. Ich auch. Oh, ich habe hier einen Schalker. Geist habe ich wieder. Also wenn Geist schon der beste Spieler im Pack ist, dann weißt du schon, das Pack ist nicht gut. Ey, 32 Tempo. Fontas, du langsame Schnecke. Jawohl, Alter. Ich hatte Alter. Davon locker so viele, ne? Ich hab die alle discarded, Mann. Ich hatte da locker schon drei Stück. Perfect von. Link, Perfect Link, Perfect Link, Geist und Aogo. Mann. Ja, Digga. Oh, das war schön, das durchzustreichen. Oh, hat sich das gut angefühlt. Ey, dann auch noch Schalke, weißt du, du kassierst doppelt. Wir haben uns bei einem Schalke-Spiel kennengelernt, Alter. Zu gut. Mann. Oh, das hat gerade richtig gut geschmeckt. Das muss ich mir... Am besten jetzt auch ein Freepack, was ich nicht gesehen habe. Nee, leider nicht. Okay, dann muss ich jetzt nur noch auf Freepacks und auf Freepack krasse Spiele ja achten. Auch. Und ich hatte bis jetzt nur Coins. Ja, ich hatte auch nur Coins. Okay, Alter. Ich bin das nächste. Ich mach auch das nächste. Okay. Kann ich mich ganz gechillt zurücklehnen, nur noch auf gute Spieler hoffen. Nein, so ein Walkout, ne? Und ich dreh komplett durch. Reizos. Vier Argentinier in einem Pack habe ich. Und alle unterschiedliche Vereine. Gott sei Dank habe ich beim Perfect League, das würde ich mich jetzt so aufregen. Einmal ein Walkout, das wäre der Traum, Leute. Ich habe jetzt schon insgesamt 150 Euro fast ausgegeben bisher und keinen Walkout bekommen. Das ist eigentlich fast schon ein Verbrechen, oder? Was sieht das? Das ist halt EA. EA hat bestimmt wenig Geld verdient mit Ultimate Team, seit es das gibt. Ja, glaube ich auch. Die schreiben ganz rote Zahlen. Wenn man discardet, da oben steht noch ein neues Objekt, dann weiß man, okay, da könnte ein Freepack drin sein. Jetzt gib mir doch einmal in meinem Leben Walkout. 84 plus.
Matic, 84. Es bringt halt nichts. Ich hab Fernando Torres gezogen. Oh! Ich hab ein Silber in Form. What the fuck, in einem Goldpack Silber in Form. Echt? Aber wir haben Inform als Kriterium. Ja, jawohl! Das ist gut. Kannst du auch abhaken. Easy. Dallas. Alter, der kam mir komplett aus dem Nichts. Ich habe zwei Wolfsburger, einen Türken und einen Franzosen. Aber brauche ich jetzt nicht. Alter, jetzt gib mir noch irgendwas hier. Warte, wenn ich dem Verein Sachen hinzufüge, würde ich dann auch ein Freepack hinzufügen, dem Verein? Nee. Der wird immer gefragt, ne? Ja, ja. Okay, gut, dann verpasse ich den nicht. Okay, nächstes Pack. Nice. Ich will niemals einen Walkout bekommen in meinem Leben. Ich bin schon mal einmal wieder dran. Ey, okay. Ein Team of the Season Walkout, man ist einfach durch. Leute, den Walkout will ich niemals bekommen. Naja. Non-rare. Aber mit der schönsten 44, Glatze der Welt. 44 Tempo. Doch über 20 Stück, also da kann schon noch was dabei sein. Ey, ich zieh einfach Non-Rare, Mann. Das Gute ist, ich muss auf fast nichts mehr achten jetzt. Also, weil ich meinen Perfect Link halt schon hab. Falscher Fall. Mann. Ach stimmt, man muss ja Duplikate auch eigentlich checken, ne? Naja, klar. Oh Gott, das mache ich die ganze Zeit gar nicht. Okay, let's go weiter. Ja, ich zieh auf 6 jetzt runter gerade. Ja, ich auch. Okay. 33 Tempo, ja doch, das reicht. Ja, das reicht. Ja. Ich habe mich auch vorhin mit 30 Tempo fast aufgeregt, dann ist mir aufgefallen, wir versuchen mal unter 40. Let's go. Digga, was ist das? Geht doch. Kann hier bitte jetzt noch ein Freepack drin sein? Ja, drei neue Objekte, aber kein Freepack. Immer noch kein Walkout in meiner FIFA 17 Karriere. Wenn ich den Perfect Link hab, dann habe ich dich wieder eingeholt. Also hast du drei durchgestrichen? Nee, 4. Ich habe auch 4. Nee, alles weg hier. Das brauche ich gar nicht. Und auch kein Freepack am Start. Komm schon! Ist ein bisschen größer. 84 plus. Isco. Ja. Isco war bis gerade noch Team of the Season. Ja, ich habe Glick. Es will kein Walkout kommen. Es will einfach kein Walkout kommen. Freepack oder Perfect Link? Ich weiß gar nicht, worauf ich hoffen soll. Kommt bald. Ich hoffe einfach übelst aufs Freepack. Weil das ist eine Sache, die ist noch relativ erreichbar. Okay, ich bin ready fürs nächste. Ja. Komm, jetzt gib mir wenigstens das Freepack. Ich will es wenigstens gewinnen. Dann musst du Inform abstoßen, genau. Komm, jetzt bitte, gib mir doch mal irgendwas, Mann. Ich zieh nur Scheiße, Mann. Alter, ich zieh aber so eine Scheiße, das glaubst du nicht. Arias. Das ist so deprimierend, sich das 40 Mal anzugucken, wie man Kacke zieht. 40 Mal! 400 Euro wurden bis jetzt ausgegeben. Ey, das Freepack kommt auch gerade nicht. Der Team of the Season Walkout kommt nicht. Ja, okay, natürlich. Da traue ich mich gar nicht dran zu denken quasi. Ich mach das nächste auf. Ja, ich bin auch schon drin. Aspilicueta habe ich gezogen. Ich habe Münzen bekommen und krieg fast eine Herzattacke. Bobo, Alter. Bockwurst, nicht Spaß. Ich habe noch einen Perfect Link bekommen. Zwei Deutsche von Hertha. Plattenhardt und Baumjohann. Ich habe einfach gar nichts. Ja, wow, mir bringen meine zwei Perfect Links auch nichts. Ey, es sind knapp 200 Tacken und keiner von uns hatte einen Walkout. Keiner. Das ist unglaublich. Das ist so traurig. Ich habe noch nie so viele Spiele in einem Set gesehen. Das war ohne Scheiß. Ich habe ein Pack! Ich habe ein Pack! Oh Mann. Ja! Ein Lyle-Set. Das kann gar nichts, aber egal. Oh mein Gott, im viertletzten Pack. Ein scheiß Lyle-Pack. Ich mache mal mein spektakuläres Lyle-Pack auf. Komm, ja. Wen hast du? Honda. Was? Ja. Ich dachte, beziehungsweise noch Ronaldo oder so. Man kann einen Leihspieler mit einer Bewertung von 81 bis 85 bekommen, ne? Mhm. Rate mal, was für eine Bewertung mein Leihspieler hat. 81? Ja, natürlich! 100 Euro kannst du darauf wetten. Ich mach's mit der Nase auf. Okay, komm. Okay. Ich hab meine Nase, bringt Glück. Ich krieg das Pack auch nicht. Es ist unglaublich. 200 Euro, Leute, möchte ich nochmal betonen. Habe ich für dieses. Also habe ich insgesamt heute ausgegeben. Okay, das letzte Pack, let's go, oder? Ich mach Augenbrauen-Pack. Okay, ich auch. Go. Es funktioniert nicht. Ich auch nicht. Meine Stirn! Aua! Das geht nicht, ich treffe. Es geht! Bei mir ging es auch. Bei mir ging es genau in derselben Sekunde. Aber ich ziehe natürlich keinen Walkout oder Torres. Inform. Aber Atletico Madrid hat Spanier. Mustafi zieh ich. Komm schon. Okay, nee, ich hab nichts mehr. Aber ich müsste einen mehr haben als du. Ja, du müsstest 5 haben, ne? Ja. Ich hab 4. Alter, nice. Ist das zum Kotzen, Mann. Hast du schon mal Pack-Opening gemacht, wo man so wenig Gutes gezogen hat? Wenn ich ehrlich bin, nein. Also ist echt krass, oder? Das war schon wirklich ziemlich scheiße. Also es ist schon Weltklasse-Scheiße quasi. Ich zieh Non-Rare! Mann!
Marcel, was erzählst du mir für eine Scheiße? Du bist schuld. Kannst du eigentlich als Tutorial hochladen, wie man seine Coins verbrennt. Wie man echtes Geld verbrennt. Wie man 200 Euro anzündet. Na. Ja. Okay, dann, ja, Digga, dann habe ich jetzt aber gerade ein großes Problem, weil ich nicht mal andersweise weiß, welcher Spieler, den ich heute gezogen habe in diesem Video, der Beste. Du hattest Aspilicueta als 84er. Ja, genau, ich schau mal eben. Ja, vielleicht habe ich auch einen anderen gezogen, aber wir nehmen einfach Aspilicueta, weil wir uns da sicher sind. Ich hatte auch Perisic gezogen. Ja, 84er sind alle so ziemlich gleich viel wert. Glick hatte ich auch noch. Und Xhaka hatte ich auch noch. Ist egal. Ja, dann nehme ich jetzt einfach, komm, ich nehme Aspilicueta jetzt einfach. So. Zack. Okay. Ja, Leute, da seht ihr mal, wie man Packs nicht öffnen sollte. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst doch gerne ein Like dafür da. Checkt die andere Episode sehr gerne ab. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und ich glaube, wir beiden gehen uns jetzt umbringen, oder? Ja, gibt's bei dir in der Stadt Amazon Same Day? Kann man sich so einen Strick bestellen? Strick oder was? Ja, genau. Ja, aber ja, vielleicht mit Morning Express noch bis 12 Uhr morgen. Alter, lass direkt machen, ohne Scheiß. Also ja. Das war wirklich traurig. Ich meine, ich freue mich, dass ich das Bingo gewonnen habe. Aber mit was? Das ist erbärmlich, ohne Scheiß. Ja. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.